Die sozialen Netzwerke und die Internetforen sind mal wieder in aller Munde. Politische Extremisten, gleich welcher Machart, nutzen das Netz zur Rekrutierung neuer Anhänger wie auch zu einer beispiellosen Flutwelle von Hassbotschaften. Der Anschlag in Halle hat dies überdeutlich gezeigt. Gefährliche Parallelwelt, Rechtsextremisten im Netz, jetzt in der Phoenix-Runde. Phoenix-Runde. Ja, herzlich willkommen bei uns, liebe Zuschauer, meine Gäste hier im Studio. Patrick Sensburg ist bei uns, Bundestagsabgeordneter der CDU und Mitglied im Parlamentarischen Kontrollgremium, das nicht nur geheim tagt, sondern auch die Geheimdienste kontrolliert, deren Operation ja ansonsten aus gutem Grund vor der Öffentlichkeit geheim gehalten werden müssen. Melanie Ammann ist bei uns, Leiterin des Hauptstadtbüros der Spiegel hier in Berlin. Johanna Kotar von der AfD, Bundestagsabgeordnete ebenfalls. Und Sie sind digitalpolitische Sprecherin Ihrer Fraktion. Und Eckhard Lohse, Leiter der Parlamentsredaktion der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Herr Sensburg, von welcher Dimension rechtsextremistischer Aktivitäten im Netz reden wir eigentlich? Wie viele Plattformen gibt es da? Kommen die aus dem Inland oder aus dem Ausland? Wie viele Aktivisten? Wie groß ist die Dunkelziffer? Haben wir da überhaupt eine Übersicht, wie groß dieses Bedrohungspotenzial ist? Ich glaube, man kann das nicht in einfachen Zahlen fassen, man muss es kategorisieren. Wir haben natürlich einmal die Frage der Zustimmung, der breiten Zustimmung zu rechtsradikalen Äußerungen, zu Hassposts. Da gibt es einen Teil in der Bevölkerung, der das leider mitträgt, über den wir diskutieren müssen. Warum gibt es den inzwischen? Wir haben gewaltbereite Rechtsextreme. Da wird immer die Zahl 43 Personen genannt. Mir erscheint die Zahl viel zu kurz gegriffen. Und wir müssen natürlich darüber diskutieren, was haben wir in einer rechten Szene inzwischen für Gruppierungen, eine Vielzahl von Gruppierungen, wie sind die vernetzt, gelten die alten Muster noch von persönlichen Kennverhältnissen, gibt es, ich sag mal, eine Sozialisation, auch ohne sich zu kennen, in Netzwerken, in Plattformen, gibt es reine Plattformen, auf denen sich Personen mit rechter Gesinnung treffen oder ist es nicht viel mehr? Wir haben von Plattformen wie 4chan, 8chan gehört, das sind nicht per se rechte Plattformen, aber es gibt möglicherweise die Sozialisierung, die Personen, die dort extrem werden. Also von daher, das Feld ist unheimlich vielschichtig und wir haben in den letzten Tagen ja auch vom Gaming-Bereich gehört, der garantiert nicht per se in irgendeine Richtung einzuordnen ist, aber bei denen es eben auch Personen und kleine Gruppen gibt, die dem rechten Lager zuzuordnen sind. Also ich will sagen, die kann man nicht einfach beantworten. Die Frage ist sehr vielschichtig und wenn wir das Problem angehen wollen, müssen wir genauso komplex und vielschichtig auch Antworten finden. Frau Kotar, geistige Brandstiftung hat zuerst der bayerische Innenminister Joachim Herrmann der AfD vorgeworfen, einige andere auch danach noch. Wird dieser Vorwurf zumindest gegen einige Ihrer Parteifreunde zu Recht erhoben? Nein, also es ist ganz amüsant, man wirft uns von der AfD immer vor, dass wir Taten instrumentalisieren würden, Attentate instrumentalisieren würden für unsere Zwecke. Das, was jetzt nach Halle passiert in Richtung meiner Partei, die Verunglimpfungen, die Beschuldigungen, das sind der Gipfel der Instrumentalisierung, was wir im Moment erleben. Das nimmt mittlerweile auch groteske Züge an und wir werden uns juristisch auch dagegen wehren. Und wenn ich von Herrn Laschet von der CDU höre, man möchte die AfD bis aufs Messer bekämpfen, dann frage ich mich, wer hier Hass schürt und tatsächlich zur Gewalt auffordert. Es ging ja da um Begriffe, die eine ganze Reihe von Politikern und Politikerinnen bei Ihnen gebraucht haben. Bevölkerungstausch, Umvolkung, schleichender Genozid durch Zuwanderung, alles Zitate, der Völkermord an den Juden sei ein wirksames Instrument zur Kriminalisierung der Deutschen. Wundert Sie das dann, wenn da solche Angriffe von anderen Parteien kommen? Ja, Sie müssen sich unsere Arbeit tatsächlich mal angucken, die wir im Bundestag machen. Die Anträge, die wir stellen, wir haben uns gerade im Bundestag immer massiv gegen Rechtsextremismus, Linksextremismus und Islamismus gewehrt. Wir haben einen Antrag gestellt, um die Demokratieklausel wieder einzuführen. Jemand, der Geld von uns bekommt, vom Bund, Organisationen, die müssen unsere freiheitliche demokratische Grundordnung anerkennen. Wir brauchen diese Demokratieklausel. Das haben alle anderen Altparteien im Bundestag abgelehnt. Also sollte man vielleicht nicht mit dem Finger auf uns zeigen, sondern auf die anderen. Frau Ammann, ist das Netz nach wie vor ein rechtsfreier Raum? Das bezieht sich ja nicht nur jetzt auf den politischen Extremismus insgesamt. Kann man das so sagen? Das kann man nicht sagen. Ich glaube, dass es eine Menge Regeln gibt, vielleicht auch schon ausreichende, größtenteils ausreichende Regeln für diesen Bereich. Die Frage ist, ob die tatsächlich in der Praxis hinreichend umgesetzt werden können. Also ob es den Strafverfolgungsbehörden, der Polizei, den Staatsanwaltschaften möglich ist, tatsächlich Gefahren rechtzeitig zu erkennen und dagegen vorzugehen oder auch Beleidigungen
Hassrede entsprechend unserer Gesetze tatsächlich einzudämmen. Dafür wurde ja das Netzwerkdurchsetzungsgesetz geschaffen, aber das scheint da ja immer wieder an seine Grenzen zu stoßen. Ich möchte noch kurz auf Frau Kotha antworten, weil ich finde, dass sie gerade wieder das typische Beispiel von, ehrlich gesagt, leider Realitätsverleugnung und Verharmlosung der Praxis ihrer Partei hier an den Tag gelegt haben. Also ich finde zwar auch den Satz, bis aufs Messer bekämpfen, absolut inakzeptabel von Herrn Laschet, aber es ändert nichts daran, dass die Zitate, die Sie gerade gesagt haben, die sind ja auch im Bundestag gefallen von Abgeordneten Ihrer Fraktion. Also wenn man sich deren Arbeit anguckt, wie sie gefordert haben, dann findet man genau die Aussagen, die die Bürger da draußen radikalisieren. Und das kann man leider nicht weglächeln, fürchte ich. Wir kommen auf dieses Thema gleich noch zu sprechen, Herr Lohse. Zum gewaltbereiten Rechtsextremismus in Deutschland gibt es ja ganz unterschiedliche Angaben. Da gibt es Polizeibehörden, die sagen, es gibt 43 Gefährder in Deutschland. Der Verfassungsschutz, es gäbe insgesamt 12.000 Gewaltbereite. Das ist etwa die Hälfte aller polizeilich bekannten Rechtsextremisten. Spricht ja nicht gerade für eine sehr gute Übersicht, wo die Gefahr lauert von rechts. Und hinzu kommt, dass der Gefährderbegriff ja relativ weich ist, zum Teil von den Ländern unterschiedlich gehandhabt wird. Das ist eine alte Forderung, endlich mal einen vereinheitlichten Gefährderbegriff zu schaffen. Es gibt die relevanten Personen, die im Moment mit gut 100 beziffert werden. Das ist alles natürlich, wenn man sich das sozusagen den genannten Topf von 12.000 anguckt und sagt dann also 43 aus 12.000, dann stellt sich sofort die Frage, wie sind die Schritte dahin, wie kann man diese Schritte beobachten und über allem, da wir ja ausgehend von den Morden in Halle hier diskutieren, muss man natürlich sagen, der Mann war kein bekannter Gefährder aus diesem Bereich. Das heißt, die gesamte Diskussion jetzt, die wir ja auch beim Islamismus geführt haben, hilft uns der Gefährderbegriff, das frühe Erkennen des Gefährders, nie schlecht, das ist ja ganz klar, aber hilft der uns wirklich, um solche Taten zu verhindern, wie es ja Systeme wie zum Beispiel Radar, also Früherkennung, das es schon für Islamisten gibt, das jetzt auch für Rechtsextremisten angewandt werden soll, hilft der uns und verhindert der das, was in Halle passiert ist? Und würde ich mal sagen, helfen ja, verhindern schwierig. Bevor wir hier weiter diskutieren, wir reden ja über Hass im Netz heute von politischen Extremisten. Damit man sich mal ein Bild machen kann, im wahrsten Sinne des Wortes, was es für Politiker bedeutet, diesem Hass im Netz ausgesetzt zu sein, zeigen wir Ihnen einen kurzen Ausschnitt aus einem Video von DocuPy. Das ist ein Videoformat des Westdeutschen Rundfunks, hat jetzt auch einen Preis bekommen. Da ist auch Frau Kotha zu sehen. Ich werde Sie mit einer bestimmten Pistole in den nächsten Tagen erschießen. Warte den Tag ab, wo ich im Sarg liege und er von oben drauf pinkeln könne. Du Türkenhure, bis hin eben auch zu Andeutungen, dass man Menschen wie mich früher in die Gaskammern geschickt hätte. Würde ich nie zitieren. Einmal hat irgendjemand an einer Mailingliste von 1000 Leuten einen Doodle-Link rumgeschickt, um sich mit freien Terminen zu vereinbaren, wann man einen Molotow-Cocktail auf mein Haus werfen kann. Da habe ich eine Woche Albträume gehabt, gedacht, mein Haus fackelt ab. Du wirst in Flammen aufgehen. Dass bald die Antifa vor meiner Tür stehen wird und meine Posts bald ein Ende haben werden. Dass mir jemand eine Kugel in den Kopf schießen wollte. Ja, wahrscheinlich könnte man diese Liste noch weiter fortsetzen. Was sagt das eigentlich über den Zustand im Netz aus, der ja auch in die analoge Welt, in die reale Welt hineinwirkt? Wenn man so etwas sieht, wie gesagt, ist ja eigentlich nicht überraschend, aber hier sieht man zumindest mal, was da passiert. Ja, man hat den Eindruck, dass diese Leute, die so etwas posten, denken, das ist irgendwie nicht echt und dass sie im Netz alles machen können, was sie wollen. Und dann kehren sie quasi zurück in die normale Welt und haben sich einmal abreagiert, haben ihren Hass ausgeschüttet und gehen dann so erleichtert ihrer Wege quasi. Und aber diese Verrohung, also diese Sprüche, die man ja nie zu jemandem sagen würde oder nur sehr wenige Menschen zu jemandem sagen würde, der vor ihnen steht, den kann man sich eben viel leichter Luft machen und rauslassen, wenn da einfach nur die Computertastatur vor einem ist und man einfach das rauspustet, was einem irgendwie gerade in der Wut auf der Seele brennt. Und die Gefahr besteht eben besonders abgesehen von dem seelischen Schaden, den solche Sprüche anrichten, ist eben die Gefahr, was passiert in dem Moment, in dem die Leute es nicht mehr nur in Anführungsstrichen im Netz ausleben, sondern dann auch irgendwann die Enthemmung in die reale Welt übergreift. Und da gibt es in letzter Zeit immer mehr Beispiele für. Genau, das ist ja Halle. Ich
Ich meine, man hat ja, wenn man sich das Video anguckt, das der Täter selbst gemacht hat, dann hat man ja schon den Eindruck, dass er sich mindestens mit einem Teil seines Bewusstseins noch in einem Computerspiel befindet, so wie er sich bewegt, wie er sich, er wendet sich ja an seine Community. Der Satz, den er am häufigsten wiederholt, sorry guys, also das ist im Grunde genommen, hat man den Eindruck, er ist mental nur zur Hälfte auf der Straße. Er merkt vielleicht, ich bin kein Psychologe, aber ich kann nur meinen Eindruck schildern, er verwechselt da auch Dinge. Und das ist, wenn man das jahrelang, glaube ich, macht, solche Spiele spielt, dann ist das was anderes, als wenn früher, sagen wir mal, halbwüchsige Jungs jahrelang irgendwelche sich auf der Straße erschossen haben, was es ja immer schon gab mit irgendwelchen Spielzeugpistolen. Das war aber nicht so real. Dieses hier ist im Netz eben so real, diese Spiele sind so real, dass dann vielleicht die Gefahr des Übergangs in die wirkliche Welt ein Stückchen höher ist. Sehen Sie auch diese Gefahr? Das wären die Vorzüge des Internets. Man kann anonym bleiben, es ist relativ, man kommt relativ gut über die Bühne damit, während in der analogen Welt käme ja sofort Polizei oder Justiz. Ja, ich glaube, wir müssen viel klarer machen, dass das Internet tatsächlich kein rechtsfreier Raum ist, dass die gleichen Gesetze im Internet gelten, wie sie auch in der analogen Welt gelten, dass wenn man jemanden beleidigt, man genauso angezeigt werden kann, wie man wenn das real tut. Das müssen wir viel deutlicher machen. Und wenn es wirklich zu Bedrohungslagen kommt, wenn massiv Drohungen geäußert werden gegen eine Person, dann kommt es in Amerika auch mal vor, dass das FBI vor der Tür steht und jemanden mal mitnimmt, um zu zeigen, und hier ist die Grenze. Und ich glaube, wir gehen in Deutschland noch nicht hart genug damit um. Wir gehen sehr hart mit der Meinungsfreiheit um. Da werden Posts gelöscht, die völlig unkritisch sind. Aber wenn es zu solchen Bedrohungen kommt, dann sind die Behörden oft an die Kette gelegt. Und ich möchte den Behörden schon Befugnisse geben, die sie brauchen, um tatsächlich aktiv zu werden. Allerdings, die AfD selbst hält da ja ihren Laden auch nicht wirklich sauber. Also wenn man ihre Posts auf Facebook anguckt und die Kommentare, die da drunter sind, dann ihre Administratoren löschen ja von sich aus. Eine ganze Menge. Ja, ich anscheinend nicht genug. Also ich meine, jedes Mal, also gerade nach Halle sah man ja wieder massenhaft Kommentare, wo die Leute sich dran freuten. Man sah diese Gewaltfantasien auch gegenüber jetzt jemandem wie Greta Thunberg oder so. Und das wird zu einem sehr großen Teil eben nicht gelöscht und nicht getilgt. Also Sie werden auf der AfD-Seite von uns, von Amts- und Mandatsträgern, keinen finden, der sich irgendwie gefreut hat, der diesen Rechtsextremismus fördert, sondern im Gegenteil, wir haben uns immer davon abgegrenzt. Wir haben immer gesagt, der Rechtsstaat muss wiederhergestellt werden und muss durchgesetzt werden. Wir haben uns alle mit Posts zu Halle geäußert und unser Bedauern ausgedrückt. Ja, genau, der hat ja zwar nicht selbst getweetet, das ist ja immerhin nicht irgendjemand. Das ist der Vorsitzende des Rechtsausschusses des Deutschen Bundestages, Stefan Brandner von der AfD. Der hat das hat er nicht selbst geschrieben, sondern er hat retweetet, also es weiterverbreitet. Da schreibt jemand, dass der Täter von Halle ja zwei Deutsche umgebracht hat. Und warum lungern Politiker mit Kerzen in Moscheen und Synagogen rum? Fragezeichen. Mal abgesehen davon, also von dieser abwertenden Formulierung rumlungern mit Kerzen. Er hatte ja vorher angekündigt, dass er möglichst viele Juden umbringen wollte. Aber wenn man so etwas retweetet, dann ist man damit ja mal einverstanden. Und das ist der Vorsitzende des Rechtsausschusses im Bundestag. Und er kommt von Ihrer Partei. Ja. Also warum er es retweetet hat, das müssen Sie ihn selber fragen. Das weiß ich nicht. Ein Retweet bedeutet nicht immer Zustimmung. Das ist so, wenn man auf Twitter unterwegs ist. Hätte ihn ja auch weglassen oder kritisieren können. Aber das müssen Sie selber fragen. Aber wenn Sie sich angucken, wie sich die Parteispitze und alle anderen geäußert haben, wir haben uns fest an die Seiten der Juden in Deutschland gestellt und gesagt, jüdisches Leben muss geschützt werden. Im Gegenteil, wir sind ja auch die Partei, die tatsächlich Anträge dafür stellt, um jüdisches Leben hier in Deutschland zu schützen. Wir haben das Hezbollah-Verbot gefordert. Wir sagen, es darf keine antijüdischen und Israel-Demonstrationen mehr am Brandenburger Tor geben, die von linker Seite auch noch befeuert werden und die das gut finden. Wir haben einen Antrag zum Existenzrecht Israels eingebracht, wo wir diese Boykott-Israel-Sache aufgegriffen haben. Alles abgelehnt von den Altparteien. Ja, da gibt es ja das Mahnmal der Schande auch noch. Das war ja auch eine AfD-Politiker. Ich hatte ja vorhin auch ein antisemitisches Zitat noch gebracht. Herr Sensburg, diese Plattform, Sie haben ja am Anfang schon etwas dazu gesagt, das ist eine ganze Reihe, die wir ganz offensichtlich nicht kontrollieren können. Sie werden anonym betrieben, sie kommen aus dem Ausland. Müssen wir jetzt noch mal, was die Bekämpfung dieses Hasses, in dem Fall von politischen Extremisten angeht, müssen wir das einfach als Schicksal hinnehmen und sagen, schulterzuckend, ist doch alles ganz schrecklich und furchtbar und menschenverachtend, aber wir haben da keine Möglichkeit einzugreifen? Also ich glaube nicht, dass wir das hinnehmen müssen. Und wichtig ist, dass wir uns erstmal nicht dran beteiligen. Und da kann ich nur sagen, es ist nicht so, dass die AfD sich davon distanziert hat. Ich bin auch im Rechtsausschuss. Wir haben heute Morgen mit allen Fraktionen des Rechtsausschusses klar das, was Herr Brandner retweetet hat,
dementsprechend als unerträglich gewürdigt. Das ging durch alle Fraktionen. Die Anwaltschaft hat sich davon distanziert. Und Sie können sich jetzt von Herrn Brandner aus Ihrer Fraktion distanzieren. Das fände ich gut. Mir scheint, dass da eher eine Spaltung in der AfD ist. Es sind aber noch genügend da, die teilen solche Dinge, die posten auch selber und fragen, was sind zwei zerstörte Türen an einer Synagoge gegen zwei getötete Menschen. Wenn man genau weiß, hier war die Tat bewegt von Judenhass, von einer Aggression, einem Antisemitismus, da kann man solche Tweets nicht machen, wenn man sensibel ist. Da fände ich es gut, wenn Sie sich davon distanzieren würden. Das ist der erste Schritt, so etwas auch nicht noch weiter selber betreiben. Zum Zweiten, in diesen Plattformen ist es natürlich möglich, einerseits zu recherchieren, zu gucken, wo bilden sich neue Brennpunkte heraus. Aber ich gehe da auch ganz klar an die Plattformbetreiber. Auch die haben eine Verantwortung. Wir leben in einem demokratischen Rechtsstaat. Und ich frage mich, warum auf solchen Plattformen es nicht auch möglich ist, für Demokratie zu werben, aktiv ranzugehen, die Nutzer dieser Plattform darauf hinzuweisen, dass demokratische Strukturen gelten, dass bestimmte Regeln gelten. Also da kann man viel proaktiver, finde ich, auch die Plattformbetreiber mit in die Pflicht nehmen. Und da haben wir noch sehr viel Potenzial nach oben. Reichen denn die Gesetze, die Instrumente, die wir haben, aus, um da wirksam gegen Hetze, gegen Hass im Internet, auch gegen Kriminalität vorzugehen? Das ist immer diese Diskussion, wenn so etwas passiert. Die einen fordern neue Gesetze, die anderen sagen, was wollt ihr? Wir haben doch Gesetze, die werden bloß nicht angewandt. Was ist da richtig? Naja, ich meine, es gibt natürlich einmal die Frage der Gesetze. Also jetzt geht es zum Beispiel darum, sollen Speicherfristen von 10 auf 15 Jahre verlängert werden, um auch bei Tätern, die eine Weile still waren, sich nicht aktiv waren, sozusagen rückwirkend zu recherchieren zu können, was haben die gemacht, oder bei potenziellen Tätern. Da gibt es sicherlich Möglichkeiten. Und wenn die Sicherheitsbehörden das fordern, dann würde ich sagen, dann nehmen wir das erstmal ernst. Offensichtlich haben die das Gefühl, sie brauchen das. Aber wir haben es natürlich auch mit einer Quantität zu tun, die sehr schwer, vor allen Dingen manuell kontrollierbar ist. Also sie müssen ja sowieso zunächst einmal technisch filtern auf bestimmte Worte und Begriffe hin, um dann zu sehen, das personell nachkontrollieren zu können, wo kommt das her, ist das tatsächlich etwas, ist es ein Hasspost, was genau ist ein Hasspost. Also ich glaube, mit den Gesetzen, die wir haben, können wir schon eine ganze Menge machen, aber das ist natürlich schwer umzusetzen. Erinnern sich an andere Fälle wie Kinderpornografie oder sowas, wo dann einzelne Mitarbeiter des BKA mal wochenlang sitzen und hunderttausende Bilder durchgucken. Das ist ja noch ein Bruchteil dessen, was es an Tweets, an echten, vermeintlichen Hasstweets gibt. Wir haben ja jetzt gerade beim Netzwerkdurchsetzungsgesetz auch die Frage, was wird da eigentlich alles mitblockiert, wo man später sagt, das war Kabarett, Humor, Witz. Also ich glaube, das Hauptproblem sind nicht die Gesetze. Und das Zweite, was natürlich dazu kommt, das Ganze setzt ja erstmal eine Grundstimmung voraus, solche Tweets zu retweeten, so da mitzumachen, so etwas gut zu finden, so etwas selber zu schreiben. Also wir hatten eben die Beispiele, zum Beispiel der AfD-Landtagsabgeordnete Roland Ulbricht. Was ist schlimmer, eine beschädigte Synagogentür oder zwei getötete Deutsche? Das ist kein Gesetzesproblem, das ist kein technisches Problem, sondern es ist erstmal ein Gesinnungsproblem, auf so eine Idee zu kommen, so einen Satz zu sagen, nachdem man die Tat sozusagen hat im Internet verfolgen können. Damit setzt das an. Dann erst einmal bei den Gesetzen. Und es ist auch immer diese Differenzierung, ne? Die auf der einen Seite die Juden, auf der anderen Seite die Deutschen. Wir. Also dieser Gegensatz, der da aufgemacht wird. Und das ist leider ein AfD-Trademark, was man auch übertragen kann wie den die Muslime ja nicht, und die Deutschen. Den es ja nicht deutsche gibt, Muslime, wenn selbstverständlich. Ein jüdischer Mitbürger die deutsche Staatsbürgerschaft hat. Selbstverständlich. Aber vielleicht gerade zu dem Tweet von Herrn Ulbricht, da hat sich die AfD auch distanziert. Das mache ich auch. Das ist Unsinn. Das ist unsäglich, was er geschrieben hat. Und die AfD prüft auch im Moment Ordnungsmaßnahmen gegen den Mann. An Sie noch, Stichwort war ja Kinderpornografie, noch an Sie eine Frage als digitalpolitische Sprecherin. Es gab ja eine Bundesfamilienministerin, Ursula von der Leyen, 2010, hat die ja das Sperren im Internet von Kinderpornografie gefordert. Ergebnis war, dass sie dann mit hämischen Titeln geschmäht worden ist in der Community Zensursula. Da jault die Community sofort auf, wenn es rechtliche Maßnahmen, Regularien gibt. Aber sind die nicht trotzdem notwendig? Muss man sich dann auch dieser geballten Meinungsmacht dann stellen, wenn da ganz offensichtlich ein etwas eigenartiger Begriff von Freiheit unterwegs ist? Nee, man muss sich auch überlegen, was für einen Sinn macht das, die Seiten zu sperren.
die Kinderpornografie dahinter ist ja noch da. Man muss, das ist das Problem, was man angehen muss. Und dann sagen wir, sperren die Seiten, das kann man machen, dann poppen die auf anderer Seite wieder auf. Die Server stehen im Ausland, da hat man wirklich Schwierigkeiten dabei. Das ist genau das Gleiche, wenn man jetzt sagt, man muss rechtsextremistische Plattformen verbieten. Das ist alles nicht so leicht umsetzbar, auch wenn ich es begrüßen würde. Aber das Problem, was wir im Moment haben, ist, wir übertreiben es mit der Beschränkung der Meinungsfreiheit. Gerade das NetzDG ist das beste Beispiel dafür. Und wenn ich jetzt höre, dass im Zuge von Halle jetzt das NetzDG noch ausgeweitet werden soll, dann muss ich sagen, stopp, weil das NetzDG zeigt uns schon, es funktioniert nicht, es wirkt nicht, es kommt zu Overblocking, die Leute nehmen das auch nicht mehr ernst, dann ist er mal geblockt, ich habe ja nichts Böses gesagt. Das funktioniert nicht und es ist in meinen Augen immer noch verfassungsrechtswidrig. Aber das ist ja absolut gut, aber ich muss gleich ganz kurz erklären, ist ja NetzDG richtig. Ist Netzdurchsuchungsgesetz, Durchsetzungsgesetz. So. Genau. Und das sagt unter anderem, dass die Internetbetreiber die extremistischen strafrechtlichen Inhalte löschen müssen. Und das Neue oder die Erweiterung besteht darin, dass jetzt in Zukunft auch die Betreiber an Polizei und Justiz melden sollen, wenn es dort zu extremistischen Äußerungen kommt. Was ist daran schlecht? Also erstmal möchte ich gerne erklärt haben, warum Kinderpornografie unter die Meinungsfreiheit fällt. Es wird immer wieder das Wort Meinungsfreiheit gesagt. Es ist wohl überhaupt nicht von der Meinungsfreiheit gedeckt, solche Straftaten zu begehen. Von daher sind das immer zwei Paar Schuhe. Das Zweite ist, es ist technisch absolut möglich. Gucken Sie mal bei Facebook, dort werden Sie keine Kinderpornografie finden, weil Facebook diese Dinge blockiert und löscht und vom Netz nimmt. Das ist also technisch einwandfrei möglich, weil auch immer wieder gesagt wird, es wäre nicht möglich. Aber immer noch für Kinder, die missbraucht werden. Und da müssen wir ansetzen. Lassen Sie mich doch kurz ausreden. Wir hatten das ja eben an dem Beispiel gesagt und es kommt immer die Argumentation, es ist Beschränkung der Meinungsfreiheit und es ist technisch nicht möglich. Das habe ich gerade widerlegt. Es ist also technisch möglich. Von daher sollten wir uns schon darüber nachdenken, ob es nicht Sinn macht, Dinge, die wir im Netz nicht haben wollen, die kriminell sind, dementsprechend einerseits zu blockieren, zweitens strafrechtlich zu verfolgen. Und das ist der Ansatz der Erweiterung des NetzDG, zu sagen, es kann natürlich nicht sein, dass die Betreiber Dinge dann vom Netz nehmen, die Strafverfolgungsbehörden sie aber nicht mehr verfolgen können, weil die Beweise fehlen. Wir haben Straftaten, die in Deutschland gespielt sind, die stattgefunden haben, erlebt. Dort sind sie vom Netz genommen worden, bei Facebook. Die Beweise fehlen dann, aber man konnte den Täter mit der Armbanduhr sehen. Das Video ist nicht mehr existent, Facebook hat es gelöscht und jetzt suchen wir im Endeffekt konkrete Beweise für die Strafverfolgung, die fehlen dann. Also natürlich müssen entsprechende Beweise den Strafverfolgungsbehörden zugeleitet werden, damit wir Täter auch dingfest machen können. Das ist ja eigentlich etwas, was die AfD fordert. Wenn es dann aber konkret wird, dann sagt sie nein, das passt nicht zusammen. Ich sage, darf ich ganz kurz darauf antworten, weil ich nie gesagt habe, Kinderpornografie hat irgendetwas mit Meinungsfreiheit zu tun. Ich habe nur gesagt, es bringt uns nichts, wenn wir blocken, wenn die Kinderpornografie im Hintergrund trotzdem stattfindet und das müssen wir bekämpfen. Ausweitung des NetzDGs, wenn man sagt, die Moderatoren von Facebook, die sollen dann gleich Anzeige erstatten beim BKA, damit das aufgenommen werden kann. Das klingt gut, aber da sitzen Leute, die können überhaupt nicht einschätzen, was ist strafrechtlich relevant. Damit werden die Behörden überschüttet. Erklären Sie mir, woher das Personal nehmen beim BKA. Erklären Sie mir, woher wir das Personal nehmen bei der Justiz, die dann diese Gerichtsverfahren machen. Das haben wir im Moment nicht. Das können wir nicht machen. Wir können das gerne beschließen. Weil es zu viele Straftaten gibt, dann lassen wir es lieber ganz. Die Straftaten werden doch von normalen Personen auch angezeigt. Sind doch nicht nur Volljuristen, aber wir haben keine Anzeigepflicht in Deutschland. Jeder kann sich selber überlegen, ob er eine Beleidigung anzeigen möchte. Und es gibt Leute, die machen das aus gutem Grund nicht, weil sie ihre persönlichen Daten nicht nur auf Antrag verfolgen. Anzeigepflicht vor allen Dingen bei der Frage von politischem Extremismus. Ich habe das Beispiel mit der Kinderpornografie nur deswegen genannt, wie man im Netz damit umgeht mit Straftaten. Und dass es da noch viel zu tun gibt, auch was rechtliche Rahmen angeht. Herr Lohse, es gibt ja, wir kennen verschiedene Formen des politischen Extremismus. Rechtsextremismus ist das, was im Moment das wichtigste Thema ist. Aber wir haben auch Linksextremismus, wir haben islamistischen Extremismus. Kann man da auch von unterschiedlichen Dimensionen sprechen, worum sich die unterscheiden, inhaltlich von der Gewaltbereitschaft, von der Größe? Wie kann man das voneinander auch voneinander trennen oder voneinander abtrennen, weil es ja oft gegeneinander aufgerechnet wird, Links-Rechtsextremismus, islamistischer Terrorismus. Ja gut, also das Aufrechnen bringt natürlich überhaupt nicht viel. Es gibt immer gewisse Wellen, auch Aufmerksamkeitswellen. Danach richten sich auch die Behörden. Also der Verfassungsschutz reagiert jetzt spätestens seit den NSU-Morden, die ja lange Zeit irgendwie für unmöglich gehalten wurden, dass es so etwas gibt. Dann haben wir gesagt, nein, es gibt es. Es
danach, da hat der Verfassungsschutz ja auch durchaus darauf reagiert, verstärkt seine Kräfte, seine Abteilungen im Kampf gegen Rechtsextremismus. Sollte man natürlich nicht den Fehler machen, zu sagen, gut, also islamistischer Extremismus war gestern, Anis Amri ist eine Weile vorbei, brauchen wir nicht mehr, sondern das muss gleichmäßig wachsen. Und natürlich, wenn wir nach Hamburg G20 gucken oder EZB-Krawalle in Frankfurt, haben wir auch eine linksextremistisch motivierte Gewalttäter. Also im Grunde genommen kann man, das ist ja manchmal so ein bisschen die Tendenz, dass dann so, naja, Mode ist der falsche Begriff, aber so ein Trend gibt jetzt, also jetzt alle nur noch rechts, links, islamistisch. Das muss man, wir müssen sehen, es gibt extremistisches Potenzial mit Gewaltbereitschaft. Ich glaube, dass in vielen Fällen sogar die Gewaltbereitschaft das Erste ist, was da ist. Und manchmal zieht die sich anschließend ein Mäntelchen über, um es irgendwie zu kaschieren. Aber dass da vor allen Dingen Leute oder häufig Leute unterwegs sind, die in erster Linie gewaltbereit sind und gewaltwillig sind. Und insofern muss auch das berücksichtigt werden. Die Terrortaten der NSU haben das ja an den Tag gebracht, dass da ganz offensichtlich im Bereich Rechtsextremismus viel zu wenig getan worden ist. Das wurde unterschätzt, das wurde zum Teil ja auch verschleiert. Ist da jetzt inzwischen ein Bewusstsein entstanden, dass man gerade im Bereich Bekämpfung des Rechtsextremismus mehr machen muss? Nicht nur, weil der Bundesinnenminister sagt, das ist eigentlich die größte Gefahr, die uns im Moment droht. Ist da schon was geschehen oder ist das immer noch, wird das immer noch unterschätzt? Ich habe das Gefühl, dass der Bewusstseinswandel deutlich später, erst nach der Enthüllung der NSU-Morde, wirklich stattgefunden hat oder die Konsequenzen daraus erst sehr viel später gezogen wurden. Ich glaube, dass da eher eine Tat wie der Mord an Walter Lübcke ein viel intensiveres Erweckungserlebnis, wenn man so will, für die Sicherheitsbehörden war. Nochmal, also dieser Schock, dass da ein CDU-Politiker auf seiner eigenen Terrasse erschossen wurde, plötzlich von einem Täter, der eben seit Jahren im extremistischen Milieu war, der sogar schon Polizei bekannt war und den man irgendwie so aus den Augen verloren hatte und nicht mehr als Gefahr eingestuft hatte. Nach den NSU-Morden hatte ich das Gefühl, ging das erst sehr langsam los, dieses Umdenken. Da wird ja jetzt vom Verfassungsschutz, auch von verschiedenen anderen Behörden, BKA, gefordert, so zwischen 300, 400 neue Planstellen, um den Kampf gegen den Rechtsextremismus zu stärken. Das klingt auch nach sehr vielen Leuten, die müssen ja auch erstmal ausgebildet werden, das müssen Experten sein. Das ist ja keine einfache Arbeit in den Sicherheitsbehörden, gerade im Verfassungsschutz. Wie lange wird es denn dauern, bis wir eine effektive Bekämpfung des Rechtsextremismus in Deutschland haben? Denn der BKA-Chef und der Verfassungsschutzchef haben das ja im Prinzip zugegeben, dass es da an vielen mangelt, sonst hätten sie ja diese Planstellen nicht gefordert. Also es ist schon im Grunde nach den NSU-Morden und der Aufarbeitung in Untersuchungsausschüssen ganz deutlich geworden, dass wir da mehr machen müssen beim Verfassungsschutz, bei den Landesverfassungsschutzämtern, dass die Kommunikation auch nicht geklappt hat, dass wir mehr Personal im Bereich Kampf gegen Rechts brauchen. Das Personal ist auch schon in den letzten Jahren planmäßig zur Verfügung gestellt worden. Genau wie Sie sagen, jetzt müssen die Planstellen besetzt werden. Das gelingt dem Bundesverfassungsschutz in letzter Zeit sehr gut. Dahinter fragen wir auch immer wieder, gelingt das? Wir wollen jetzt noch mal gemeinsam vom Bundeskriminalamt und dem Bundesverfassungsschutz weitere Stellen für die zur Verfügung stellen. Das ist auch richtig so. Ist aber auch genauso richtig, dass wir nicht den Blick in andere Bereiche verlieren dürfen. Gerade wie es gesagt worden ist, existieren sie weiter. Und von daher, es darf nicht so sein, dass wir jetzt die Vernetzung auch der Gefahren nicht mehr sehen. Es sind nicht immer Täter, wo klar wird, die gehen in den rechtsextremen Bereich rein. Sondern die sind gewaltbereit, die suchen auch irgendwie ein Feld, wo sie Aufmerksamkeit erregen können. Das haben wir bei dem Täter jetzt gerade gesehen. Der hat sich ja entwickelt, sehr abgeschottet, kein Freundeskreis, kein großes soziales Umfeld. Und dann ist er vielleicht durch den Gaming-Bereich in einen rechten Bereich immer stärker reingekommen. Es hätte vielleicht auch anders verlaufen können. Also wir müssen in alle Bereiche wirklich hineingucken können. Und deswegen brauchst du den personellen Ansatz. Wir brauchen auch die technischen und rechtlichen Voraussetzungen. Das ist auch keine leichte Diskussion. Ich bin jetzt seit 10 Jahren im Rechtsausschuss, auch im Bereich der Innenpolitik. Wir waren mit unseren Forderungen nie beliebt, nach Vorratsdatenspeicherung, nach mehr Kontrollinstrumenten. Aber die digitale Welt ist eben die Welt, in der wir uns bewegen. Und das sieht man bei diesem Täter von Halle auch sehr genau. Der ist kaum ja draußen im sozialen Kontakt gewesen. Der hat in der digitalen Welt agiert. Und wenn wir da auch nicht in der digitalen Welt präsenter sind, es gibt tolle Projekte auch im Bereich Rechtsextremismus, einen Spurwechsel hinzukriegen, junge Leute rauszuholen,
Das muss natürlich auch erstmal zu den jungen Leuten geraten. Und das findet auch in der analogen Welt eigentlich. Genau, das passiert fast nur zu stark in der analogen Welt. Und deswegen, es müsste viel mehr Kooperationen mit Plattformbetreibern geben, die schon in der digitalen Welt junge Menschen immer wieder darauf hinweist, Mensch, ihr seid vielleicht auf dem falschen Weg, guckt euch was anderes an. Ihr seid wirklich auf der falschen Spur, ihr müsst die Spur wechseln. Unterstützen Sie diese Aktivitäten, was jetzt gerade besprochen worden ist, gerade den Rechtsextremismus viel stärker in den Fokus zu nehmen und da auch sehr viel mehr zu tun als bisher? Ich glaube, wir haben jeglichen Extremismus in Deutschland unterschätzt. Wenn ich mir das anschaue, was die Regierung unternommen hat, Linksextremismus, Rechtsextremismus oder Islamismus, ich habe das Gefühl, die innere Sicherheit erodiert. Von allen Seiten drohen die Gefahren und die Regierung macht halt so wenig. Ich unterstütze das vollkommen, dass wir gerade junge Leute ansprechen müssen und sagen, du bist auf dem falschen Weg. Egal in welche Richtung du bewegst, das ist der falsche Weg. Komm zurück, wir bieten dir da Hilfe an. Keine Frage. Es gibt möglicherweise im Bundesinnenministerium eine Überlegung, die identitäre Bewegung zu verbieten. Der Bundesinnenminister hat angekündigt, glaube ich, 6 Organisationen, wird das gerade überprüft. Die identitäre Bewegung, da gibt es einen Unvereinbarkeitsbeschluss bei der AfD. Da darf man nicht Mitglied sein, wenn man bei der AfD Mitglied ist. Es gibt allerdings einige Politiker Ihrer Partei, die gegen diesen Beschluss verstoßen. Sind Sie auch für das Verbot der identitären Bewegung? Ist das eine Gefahr für die Demokratie, für den Rechtsstaat? Ist das eine extremistische Organisation? Bei der IB, also nochmal zu uns, bei uns ist kein IB-Mitglied Mitglied. Wenn wir das rausbekommen, dann gibt es ein Parteiausschussverfahren, das ist klar. Es wäre schön, wenn es so wäre, aber die Praxis ist nicht so. Das kann ich nur sagen, wenn uns das bekannt wird, dann wird also das passieren. Also die IB-Leute arbeiten auch selbstverständlich für AfD-Politiker. Zuletzt wurde das im Landtag von NRW gezeigt. Und sind aber wahrscheinlich dann keine AfD-Mitglieder, aber das war was anderes. Aber nochmal zu dem, wenn der Verfassungsschutz der Meinung ist, die IB ist gefährlich und muss verboten werden, dann können wir gerne darüber reden. Dann ist das etwas, was wir machen müssen. Mir ist die IB jetzt persönlich noch nicht durch Gewalttaten aufgefallen, aber da vertraue ich dann unseren Behörden. Gibt es denn, Herr Lohse, da gerade im rechtsextremen Bereich noch eine ganze Reihe von Organisationen, jetzt nicht nur im Netz, denen man da mehr zu Leibe rücken muss? Muss da der Staat, muss da der Verfassungsschutz und letztendlich dann auch die Politik natürlich da noch viel stärker zugreifen? Ja, das muss es natürlich immer. Da bietet das Netz, das böse Netz, über das wir noch natürlich viel Kritisches sagen, auch wiederum Möglichkeiten, was zu erkennen. Also das mag analoge Zirkel geben, in die wirklich niemand reinkommt, wo rechtsextremes Gedanken gut gepflegt wird, wo man vielleicht hier und da auch über das Netz mal eine Chance hat, einzudringen. Aber eigentlich müssen wir ja viel früher ansetzen. Also wenn ein Gedankengut, was zum Beispiel den Vorsitzenden einer großen Partei, nämlich Ihrer Partei, sagen lässt, dass der Nationalsozialismus, die Zeit des Nationalsozialismus ein Vogelschiss angesichts der deutschen Geschichte sei, muss man sagen, Moment, wie kann es geschehen, dass solches Gedankengut durchgeht, dass diese Partei auch noch viele Stimmen bekommt, große Wahlerfolge hat, dass das nicht zurückgenommen wird, dass bestenfalls gesagt wird, naja, die Aussage ist ein bisschen relativiert worden. Aber sie haben ja eine große Wählerschaft. Das heißt, wir müssen schon auch fragen, was ist eigentlich an Gedankengut grundsätzlich da? Was halten die Leute für akzeptabel? Ich hätte vor 5 Jahren gesagt, eine Partei, deren Vorsitzender so etwas sagt, würde nicht solche Wahlerfolge haben. Hat sie aber. Also das ist ja nicht nur in einigen kleinen Foren im Netz, über die wir sprechen, sondern wir müssen uns erst einmal fragen, auch jenseits vom Internet, was haben wir eigentlich für eine Entwicklung im politischen Denken und Empfinden, zumindest nicht ganz unerheblicher Teile Deutschlands. Früher haben wir gesagt, gibt es ein paar NPD-Spinner, aber so ein bisschen was gibt es immer, 2-3%. In Sachsen war die NPD auch schon mal erfolgreicher, in Baden-Württemberg gab es die Republikaner so. Aber das hat sich ja, offenbar ist ja viel mehr. Und das ist mal die Frage, die wir beantworten müssen. Mindestens so dringend wie die Netze. Das ist ja die Frage nach der Befruchtung von digitaler und analoger Welt. Ja, und die Milieus fließen da ja auch ineinander. Also mein Eindruck ist zum Beispiel, dass die identitäre Bewegung tatsächlich gar nicht, also sie war ja immer ein Zwerg in Deutschland, also eine winzige Organisation. Und jetzt habe ich den Eindruck, ist sie eigentlich am Boden. Also ich nehme da gar nicht mehr wirkliche große Aktivitäten wahr. Also die jetzt zu verbieten, kann man machen, kann man auch lassen. Aber dieses Milieu, in dem sich die Anhänger dieser Bewegung bewegen, das überschneidet sich ja dann zum Beispiel auch in der digitalen Welt. Das sieht man ja am Beispiel von dieser Reconquista Germanica-Gruppe. Das sind die Leute, die sich auch auf einem Gamer-Chat-Server, auf einem Discord-Server begegnet sind und dort
eben auch ihren Brass, ihren Rassismus, ihren Sexismus untereinander ausgelebt haben. Da waren Leute von der identitären Bewegung dabei, da waren Leute von der jungen Alternative dabei, da waren aber auch Leute dabei, die keiner Organisation klar zuortbar sind. Und dort peitscht man sich auf, dort verabredet man sich zu Trollaktionen im Netz, zu Twitter-Angriffen, auch vor der Bundestagswahl gerade, zu Kampagnen für die AfD und gegen grüne Politiker beispielsweise. Und dieses Milieu, da frage ich mich auch mal, was kann der Staat da machen? Was soll hat er die Kapazität oder soll man da Leute irgendwie schulen, die dann versuchen, sich da einzuschleusen und das im Auge zu behalten? Oder wo hört da die Meinungsfreiheit auf sozusagen? Also das ist eindeutig Extremismus, der da praktiziert wird. Aber wie bekommt man den zu packen und wie erkennt man, wann die Leute, die sich da tummeln, tatsächlich dann auch zu einer Waffe greifen und sich in physischer Gewalt sozusagen entladen? Also das gibt es ja durchaus auch auf anderer Seite. Ja. Jan Böhmermann hat genauso ein Netz ins Leben gerufen, die sich also dann auch verabredet haben. Das beschränkt sich auf Blocklisten, was der gemacht hat. Also dieser Vergleich Aktionen verabredet. Und wenn Sie sehen, aber zu welchen Aktionen denn, Frau die Straftaten gegen die Parteien und gegen welche Parteien die meisten Straftaten und Gewalttaten verübt werden, dann ist das tatsächlich die AfD. Das heißt, der Hass, der im Netz auch gegen die AfD geschürt wird, gerade mit so Aussagen wie aufs Messer bekämpfen und mit allen Mitteln bekämpfen, der ist auch da. Aber das rechtsextreme Gewaltpotenzial ist doch viel größer eigentlich. Also, nicht nur von der Größe, sondern auch, wie gesagt, wir haben jetzt Lübcke und den Anschlag in Halle. Also wenn ich es von meiner Warte aus sehe als AfD-Politiker, der Hass, der mir im Netz entgegenschlägt, die Bedrohungen, die uns entgegenschlagen, die Häuser, die beschmiert werden, die körperlichen Angriffe, die wir machen müssen. Wir können keine Wahlkampfveranstaltungen ohne Polizei. Ja, Frau Hotar, das ist doch unlogisch. Wenn Sie sagen, dass Sie das, und ich gebe Ihnen recht, ich bekomme ja auch mit, dass dieser Hass gegen die AfD besteht. Aber dann erklären Sie mir bitte, warum Sie Pressemitteilungen rausschicken, in denen Sie auf die Meinungsfreiheit im Netz pochen und sagen, nichts tun, nichts machen, alles so lassen, wie es ist und die Leute nicht davon abhalten, ich zitiere, Räuber und Gendarm zu spielen. Ja, also sozusagen solche Pressemitteilungen, dann frage ich mich, also entweder Sie wollen was gegen den Hass im Netz tun oder Sie wollen nichts gegen den Hass im Netz, aber nur was gegen die Linken im Netz tun, das geht nun auch nicht. Nein, aber mir geht es tatsächlich um die Meinungsfreiheit. Wenn wir anfangen, Meinungen im Netz zu verbieten, dann ist das etwas anders, als wenn wir anfangen, gegen Straftaten im Netz vorzugehen. Beleidigungen sind keine Meinung. Und genau. Die kann man auch anzeigen, wenn man das anzeigen möchte. Straftaten habe ich auch schon gemacht. Ich habe auch schon Bedrohungen bekommen, wo ich dann gesagt habe, das ist jetzt ein SPD-Kollege gewesen, ein Kommunalpolitiker, der mich bedroht hat. Ich gesagt, da erstatte ich jetzt auch mal Anzeige. Aber das kann man auch machen. Aber im Moment ist es tatsächlich so, dass im Netz auch hauptsächlich gegen Meinungen gekämpft wird. Und das NetzDG dazu genutzt wird, falsche Meinungen zu zensieren. Natürlich, ganz schnell sind falsche Meinungen weg, also erstaunlicherweise. Es geht ja um die Bekämpfung von Rechtsextremismus im Netz und nicht, weil jemand eine andere Meinung hat. Aber die Frage ist ja eigentlich, was jeder Einzelne eigentlich gegen diese Gewaltverherrlichung, diesen Extremismus im Netz tun kann, dass er bestimmte Dinge nicht mehr retweetet, also nicht mehr weiterleitet, dass er nicht etwas teilt, was pervers, unmoralisch oder verbrecherisch ist. Darf vielleicht nicht vergessen, dass am letzten Mittwoch bei dem Anschlag in Halle bis zum Abschalten dieser Plattform Twitch, auf dem dieser Mordanschlag live übertragen worden ist, 2200 Leute das noch geteilt haben, also es nicht weitergetragen waren. Damit war das sozusagen wie eine Metastase im Netz gewesen. Muss da jeder bei sich selbst anfangen? Definitiv. Ich glaube, es ist eine Frage von Stil, von Umgangsformen. Und es muss sich jeder bewusst sein, wer im Zweifel nach 23 Uhr oder der Flasche Wein oder einigen Bier anfängt, Hass im Internet zu verbreiten, der schafft die Grundlage, dass so eine Stimmung existiert, egal ob er Politiker ist, ob er einen sonstigen Beruf hat oder was auch immer macht, der trägt dazu bei, dass wir diese Stimmung gerade in den sozialen Netzwerken im Internet haben und da fängt es an, da kann jeder sich auch daran beteiligen, Druck rauszunehmen. Zu sagen in einer Diskussion, bei Facebook, in einem Chat, bei einem Blog, zu sagen, so diskutieren wir hier nicht, das könnte jeder machen. Und da kann auch jeder darauf stolz sein, wenn er das macht. Und auch diese Stimmung sind wir aufgerufen, ein bisschen zu befördern. Das geht unterschiedlich, in den Diskussionen nicht einfach laufen zu lassen oder genauso dagegen zu halten, sondern sagen, jetzt mal Stopp in der ganzen Diskussion, wir beteiligen uns wieder vernünftig an einer Auseinandersetzung um Sachthemen. Da ist übrigens auch die AfD aufgerufen, auch alle anderen. Aber es geht natürlich nichts, immer ein bisschen zu zündeln und dann zu sagen, der Staat schafft es nicht, das Feuer zu löschen. Das ist das, was ich der AfD vorwerfe, übrigens nur teilen. Es gibt auch Teile in der AfD, die sehr demokratisch sind. Und da würde ich mir wirklich wünschen, wenn die sich von den anderen Dingen distanzieren. Das ist dann, glaube ich, das richtige Verhalten.
Auch Eltern sind ja auch gefragt, zum Beispiel die Mutter von diesem Attentäter aus Halle, die wurde ja bei unseren Kollegen bei Spiegel TV interviewt und sagte dann, ihr Sohn habe ja nichts gegen Juden, sondern nur gegen die Leute, die halt die Finanzströme kontrollieren. Und dann denkt man auch so, du lieber Himmel. Und hat diese Frau nichts mitbekommen, was ihr Sohn macht, wenn er da den ganzen Tag am Computer sitzt oder die ganze Nacht, und gibt es da keine Kommunikation? Unterhält man sich nicht? Oder wenn die sich unterhalten haben, hatte sie kein Problem mit dem, was er sagt? Da haben sich ja Wahrnehmungen möglicherweise auch verselbstständigt, auch vielleicht durch die Algorithmen, die ja in den Netzwerken auftauchen. Da wird ja das Gewaltverherrlichende, das Extremistische, auch nach politisch Extremistische nach vorne geschoben, weil das die Sensationsgier befriedigt. Ist das einfach auch, liegt da der Fehler im System? Naja, also da liegt der Fehler natürlich dahingehend im System, als diese Spiele, die der Täter von Halle ja offensichtlich gespielt hat, ja zunächst einmal einen bei ihm und sehr, sehr vielen anderen vorhandenen Wunsch nach Kriegsspielen, Ballerspielen und so weiter befriedigt. Und zunächst einmal natürlich, wenn man da einsteigt, vielleicht sogar als sehr junger Mensch, das geht ja oft über Jahre, der Eindruck entsteht, das ist ja alles nur Spiel. Und das geht sehr langsam, glaube ich, so dass das ist sozusagen der Kick, der gebraucht wird, immer höher ist. Also man klickt dann nicht mit einem Schuss nur irgendeine bunte Figur weg, sondern diese Figuren kriegen dann plötzlich Identitäten, oder die kriegen dann plötzlich auch, also dann sind es plötzlich Juden, oder dann sind es plötzlich, die kriegen irgendein Gesicht, einen Begriff und so weiter. Und alles aber immer noch mit dem Hintergedanken, ja, ich mache das ja nur zum Spiel, es sieht keiner, es merkt keiner, es ist auch alles nicht so schlimm. Und ich glaube, das ist das eigentliche Risiko in dem System, dass da einzelne Charaktere, die meisten Menschen spielen diese Spiele, ohne anschließend mit selbstgebauten oder gekauften Waffen auf die Straße zu gehen und Menschen zu erschießen. Das muss man ja auch mal sagen. Das ist ja inzwischen ein Volkssport, der wird in Stadien vorgeführt. Die großen Influencer, die verschicken ihre Videos ja häufig von den Spielen, die sie spielen. Also das muss man ja vielleicht mal zur Verteidigung dieser Szene auch sagen. Aber diese Plattformen kommen drüber reden dürfen, weil zurzeit hat man den Eindruck, wenn man das anspricht, dann kriegt man die ganze Gegenwehr der Gaming-Industrie und der anderen, die gar nicht im Fokus steht. Aber man muss zumindest ansprechen können, dass es da Teile gibt. Etwas anderes. Aber auf diesen Gaming-Plattformen sind ja offensichtlich möglicherweise auch der Täter von Halle ja Rechtsextremisten auf den Leim gegangen. Also das heißt, der ist da ja möglicherweise rekrutiert worden. Wir sollten definitiv nicht die Killerspieldebatte der 90er Jahre wieder aufmachen. Das ist, glaube ich, kontraproduktiv, weil das bringt uns nicht die Lösungen. Da müssen wir woanders ansetzen. Niemand wird zum Killer, nur weil er Killerspiele spielt. Ja, aber es enthemmt Da passt das ganze soziale Umfeld, daran, das, was Sie gerade gesagt haben über die Mutter von dem Täter. Das soziale Umfeld spielt eine Rolle. Die Vereinsamung spielt eine Rolle. Davon. Aber bitte nicht jetzt hier die 34 Millionen Spieler, die wir in Deutschland haben. Das hat Herr Loos ja sehr differenziert geschildert. Herr Seehofer, Seehofer hat sie quasi unter Generalverdacht gestellt. Wir wissen von Militärhistorikern, dass es den Soldaten heute leichter fällt, interessanterweise auf andere Menschen zu schießen. Früher hatten noch Armeen das, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, Problem, dass die Soldaten tatsächlich oft Hemmungen hatten im Krieg, wo man sich dann im Schützengraben sagen wir mal, gegenüberstand, auf einen anderen Menschen zu schießen. Das ist heute in der Zeit der Ballerspiele überhaupt kein Problem mehr. Die wurden teilweise sogar strategisch von der amerikanischen Armee eingesetzt, um die Soldaten zu schulen. Und also das spielt schon eine Rolle, das kann man nicht leugnen. Dieses selbstgedrehte Video gezeigt. Also als die Waffe dann mal funktionierte, da war ja das im Grunde genommen, was den Mord, den er an dieser Frau begangen hat, die längst an ihm vorbei war und nur ein paar Sätze gesagt hat, das war ja im Grunde genommen für ihn so, als hätte er was ganz Belangloses getan. Das Manifest zeigte das auch ganz deutlich hinter bei dem, was er erreichen wollte. Das war ja wie eine Computerspielbeschreibung. Genau. Also es spielt schon eine Rolle. Keiner will eine ganze Industrie in den Fokus nehmen oder beschuldigen. Aber dass sie natürlich ein Teil auch ist, auch selbstständig übrigens dazu beitragen kann, dass Dinge vernünftig angepackt werden, das ist, man muss, glaube ich, auch klar sein. Und ich erwarte umgekehrt auch von dieser Industrie, die wir auch unterstützen, die wir auch wollen, dass sie gleichzeitig aber auch sagt, wir tun etwas im Bereich der Prävention. Da muss, glaube ich, auch diese Branche sich jetzt öffnen und sagen, wir sehen auch Gefahren. Wir erwarten von jedem Gastwirt, dass er sich um seine Gäste kümmert und die nicht einfach vor die Tür setzt. So kann man, glaube ich, auch von einer Spieleindustrie erwarten, dass sie, was Chatgruppen betrifft, dass sie, was die Gefahr betrifft, der Radikalisierung, mit uns an einem Strang zieht. Da bin ich voll bei Ihnen. Gut, dann sind Sie sich da einig. Ich bedanke mich, dass Sie hier waren. Ich bedanke mich für die Diskussion. Und liebe Zuschauer, es folgt Phoenix der Tag mit Konstanze Abratzke. Themen unter anderem die aktuellen Entwicklungen in der Türkei. Heute gab es ein Treffen der deutschen und französischen Minister im Ministerrat in Toulouse, geleitet von Emmanuel Macron und Angela Merkel.
und Kabinettsentscheidungen zum Klimapaket. Morgen in der Phoenix-Runde, Sie werden es kaum für möglich halten, der Titel Last Minute Brexit Poker in Brüssel. Aber dieses Mal gilt es wirklich, in dieser Woche muss eine Entscheidung in welcher Richtung auch immer fallen. Wir sind morgen Phoenix mit dabei und bleiben Sie bei Phoenix.